Da geht es jetzt durch den Wald. Da tauchen immer wieder Trümmer auf aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, wunderschön da die Moose, die Fahne. Aber wie gesagt, 75 Jahre danach gibt es immer noch Spuren. Praktisch war da in den Wäldern das Ende des Zweiten Weltkriegs. Vor Jahren ist da noch Murz eine Panzerplatte gelegen, eine gesprengte. Ich weiß nicht, von einem Panzerspähwagen oder. Aber die haben wir nicht mehr gefunden dann. Dürfte schon irgendwo in einem Museum gelandet sein, in einer Sammlung. Und da ist der Grab. Der war vor Jahren noch vollgestopft mit Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg. Felgen. Teile von Magazinen. Wahnsinn. Das ist jetzt der ganze Ofentier. So glaube ich nicht dazugehört. Da Wehrmachtskanister. Gasmaskendosen. Da haben wir noch Munitionskisten. Hoppala. Der Bakelit. Scheinwerfer. Die letzten Teile. Gasmaskenfütter. Es liegt da einfach so um. Wirklich ein Lost Place der Wehrmacht. Munitionskistel. Da sieht man etliche Grabspuren. Immer wieder tauchen da Leute auf und versuchen ihr Glück. Und es wird auch immer noch was rauskommen. Was haben wir da? Irgendein Rotlichtfilter. Oder irgendein Rückstrahler. Ha. Wahnsinn. Der Knochen. Der Knochen auf den Kanister. Wahnsinn. Da kommen wir schon in die erste ehemalige Mühlgrube. Da war eben der Boden. So muss schwer. Nur die Grablöcher. Und da wieder Gasmaskendosen. Was das ist, weiß ich nicht. Ah. Noch ein Filter.
so ein Aluminium. Das ist der Gasmaskenfüttersee. Und da ist die zerbröselte Gasmaskendosen-Detsche von der Wehrmacht. Da sieht man es noch schön. Ja. Da liegt auf einem Baumstamm ein Zimmermannshocken. Sicher in den letzten Kriegstagen weggeworfen worden. Das ist irgendein, ich schätze, Kettenteil, glaube ich. Man muss sich vorstellen, was da ja gelegen ist, noch vor 10, 15 Jahren. Das war ein Wahnsinn. Jetzt haben natürlich etliche Sammler das gerettet. Klammerl. Stickel von einer Bajonetthüne. Salbendosel. Granatkisten, der Munitionskisten. Spaten. Felgenring. Felgen. Riesenmagazin. Scheinwerfertopf. So, Emailgeschirr. Ein riesen Granatsplitter. Wahnsinn. Hört's die Sirene im Hintergrund? Hört sich auch wie ein Fliegerangriff. Ist auch schön da. Ist was aus Aluminium. Ist halt für die Ewigkeit. So hängt der Wassertank oder was. Ist Aluminium. Ob das natürlich wirklich alles von der Wehrmacht ist, kann ich nicht mehr sagen. Aber abgerüstet haben sie da. Das dürfte der Oberteil von so einem Magazin sein. Oder der Unterteil, der Boden. Das Problem ist nur, dass das halt alles verrostet, komplett. Das bröselt alles, wenn es ins Trockene kommt. Da haben wir einen angefressenen Pilz und eine Kindersohle.
auch in der Müllgrube. Wahnsinn! Jetzt schaust du drunter die Gasmaskendosen, ein Filter. Und das ist der Innenteil. Der war damals schon Aluminium von den Gasmaskendosen. Hülse, der Unterteil. Das ist ein Auspuff, ich glaube, ein Feuerlöscher. Feuerlöscher oder Flammenwerfer. Das kann sein. Das kann sein, Flammenwerfer. Fast wie ein Denkmal. Hintergrund liegen Glassplitter. Da noch ein Originalriemen. Weggeworfen im Frühling 1945. Bis jetzt da gelegen. Das ist ja wie gesagt auch interessant. Da sieht man genau den Innenteil von der Gasmaske. Da noch ein Teil von einer deutschen Patronentasche. Leder. Der Kanister, der liegt da seit 1945 da. 75 Jahre. Dann auf, wenn die Schlange drunter ist. Nein, keine Schlange. Ah, von der Seite schaut er toll aus. Da sieht man schon schön eine. Da die Sohle eines Militärstiefels, wer den wohl getragen hat. Da in den Tiefen des Waldviertels Müllviertel. Ich weiß nämlich jetzt nicht genau, gehört das zum Waldviertel oder zum Müllviertel, aber es ist ja egal. Da in der Gegend. Da wunderschön der Wald. Der könnte da Geschichten erzählen. Von einer grausigen Zeit. Da war das Ende. Die Soldaten sind in Gefangenschaft marschiert. Richtung Amerikaner, Richtung Enns. Kummer sind sie aus Böhmen. Das war der letzte Rückzug.